schreibe immer noch Business Analytics, ich schreibe nie Gewinnartikel. Natürlich nicht. Ja, aber auch WPF, das ist ja genau diese Erwartungshaltung bei Apple auch. Nur weil WPF in der letzten Version keine neuen Features hinzugekommen sind, keine großen, wir haben jeder WPF schon. Das ist totaler Blödsinn. Der Marketing-Fokus ist einfach nur auf WinRT, weil das das Neue ist. WPF 4.5 hat natürlich alle Vorteile von .NET 4.5 mitbekommen. Es ist auch weiterhin das Maß der Dinge, wenn ich eine .NET-basierte Desktop-Organisation schreibe. Nur es hat nicht 20 neue Controls bekommen. Ja, weil es halt eben, was das angeht, vielleicht fertig ist. Ich meine, es gibt Controls, es gibt ja mittlerweile die Komponentenanbieter. Also, die schmeißen ja eigentlich wirklich so gut zumindest teilweise an den Sachen. Ich meine, ich kann ja auch Kaffee mit dem Express bauen. Ich kann ja auch mit dem IT-Oberfläche bauen. Da gibt es diese Tiles, die dritten sind Touch, alle Touch-Sprechen in der neuen Version. Sieht genauso aus. Kriegt dann der Anwender gar nicht mit. Da hat man ganz doppelt IT haben. Ja, Gespräche für immer aus der Community. Was rockt? Windows 8, was sonst? Und jetzt, wo du sagst, mit dem iPad, das hatte ich auch. Also ich hatte lange Zeit, ein MacBook Pro zu entwickeln und ein iPad unterwegs. Weil ich eigentlich alles machen konnte, was mich interessiert hat. Ich wollte nicht kurz grund. Aber jetzt mit dem iPad 12 habe ich mir wieder zwei Geräte zu angucken. Weil ich in den allermeisten Zeiten brauche ein Notebook, mit dem ich produktiv arbeiten kann. Manchmal in Flugzeugen oder Bahnen zum Beispiel gesehen, als nächstes mal schnell beantworten. Dann mache ich ein Tablet noch, also es ist praktisch 80% Tablet. Ja, ich bin mir auch so. Das ist für mich die perfekte Mischung. Ja. Das finde ich das Geile an dem Windows-Ökosystem ist, dass jeder die Wahl hat. Wenn es 1700 zertifizierte Systeme oder Hardware-Designs für Windows 8, jeder kann sich das Modell rausnehmen. Das ist praktisch nochmal geiler wie Android. Da habe ich dann 40-50 Modelle und hier habe ich jetzt 1700 theoretisch. Und ich kann sagen, okay, ich möchte zu 80% Tablet nutzen, aber zu 20% muss ich Text schreiben, wenn ich Redakteur bin. Dann nehme ich das Surface oder ein T-Gerät. Weil ich möchte 80% Notebook, 20% und ich möchte nur Notebook. Die freie Auswahl kann ich frei mischen. Das ist für mich der perfekte Zustand. Gehst du, Alex? Keine App-Vorstellung? Welche? So, und jetzt gehen wir lieber entwickeln, dass er ausschaut. Die Schrift gebe ich dir. Und sie haben die einzelnen Icons und Button. Und dann einmal diese Fläche, die große und dann halt die kleine. Mehr brauchst du wahrscheinlich nicht, oder? Und das ist dieses Text, wenn du die Areale nicht mehr lesen kann, weil das ist immer der Text. Ich meine, man könnte auch sich überlegen, ob man diese hier in Areal setzt, damit die noch ein bisschen wertiger wird. Keine Geheimnis. Nee, also Florian hat das wohl auch. Was meinst du, hier eine Farbe oder wie? Nee, dass man die noch ja, halt ein bisschen größer macht. Damit man das ja auch in der Ferne gut sieht. Ja, eigentlich kann ich das nicht mehr.